Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung über den Abschlussbericht der interministeriellen Arbeitsgruppe Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung die Bundesministerin Lisa Paus. Frau Präsidentin, ein bisschen höher kann ich, glaube ich, noch. Wenn Sie die Zeit vielleicht noch anhalten könnten, das wäre auch schön. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörende, auch wenn Corona nicht mehr jeden Tag in den Nachrichten ist, die Pandemie ist für Kinder und Jugendliche nicht vorbei, denn die Folgen von Schulschließungen, von Kontaktbeschränkungen, sie sind für sie weiterhin deutlich zu spüren. Mehr als 70% der Kinder und Jugendlichen fühlen sich im Jahr 3 nach Ausbruch der Pandemie noch immer psychisch gestresst. Und weitere Krisen wie der Ukraine-Krieg, die Folgen der Klimakrise, belasten junge Menschen natürlich zusätzlich. Und wie so oft trifft es sozial Benachteiligte am härtesten. Zum Beispiel haben Kinder von Eltern mit geringer Bildung, die zusätzlich einen Migrationshintergrund haben und in einer zu kleinen Wohnung leben, ein 4-mal so hohes Risiko für psychische Auffälligkeiten. Es darf aber nicht vom sozialen Status abhängen, wie gut junge Menschen durch die Krise kommen oder welche Chancen sie haben. Die interministerielle Arbeitsgruppe Kindergesundheit hat sich deshalb vor allem mit den psychischen und sozialen Belastungen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Sie hat die Situation gründlich analysiert und sie hat auf wissenschaftlicher Grundlage Maßnahmen entwickelt, um die Belastungen aufzufangen. Wir haben als Gesellschaft und als Politik hier eine klare Aufgabe: die Nöte und Anliegen von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen, ihnen mehr Raum zu geben und diese in unserer Prioritätensetzung auch stärker zu berücksichtigen. Die jungen Menschen im Land, sie haben Solidarität mit den Alten gezeigt. Unsere Aufgabe ist es, ihre Unterstützung stärker in den Mittelpunkt unseres Handels zu stellen. Wir im Bundesfamilienministerium setzen diese Empfehlungen mit folgenden Maßnahmen um. Wir haben die frühen Hilfen in diesem Jahr um 10% aufgestockt. Und damit bauen wir das Angebot für junge Familien deutlich aus und stärken parallel damit auch die Kommunen. Wir investieren rund 4 Milliarden Euro in den nächsten 2 Jahren in die Kita-Qualität. Und wir nehmen viel Geld in die Hand zum Ausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Seit Januar haben wir das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit. Und damit fördern wir Projekte von Kindern und Jugendlichen, die sie selbst entwickeln, die sie selbst lokal umsetzen. Ab dem Sommer starten die Mental Health Coaches an den Schulen. Und damit werden mehrere 10.000 SchülerInnen mit Prävention und Hilfe in psychischen Krisensituationen erreicht werden. Außerdem stärken wir die Nummer gegen Kummer, 116 111, und bringen sie stärker an die Schulen mit der sogenannten Schulboxenaktion. Und wir haben mit dem Jugendstärkungsgesetz neue Rechte und Angebote in der Jugend- und Familienhilfe geschaffen. Kinder und Jugendliche können sich nun beim Jugendamt direkt beraten lassen, ohne dass ihre Eltern darüber informiert werden. Und außerdem habe ich Ende vergangenen Jahres das Bündnis für die junge Generation ins Leben gerufen. Es lädt zusätzlich junge Menschen ein, unsere Gesellschaft mitzugestalten, einem breiten Bündnis. Und das sind nur einige Beispiele. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir reden in der Politik oft über Dinge, die nicht gut funktionieren. Die interministerielle Arbeitsgruppe Kindergesundheit, sie ist ein gutes Gegenbeispiel. Sie zeigt, wir können als Bund, Länder, Wissenschaft und Zivilgesellschaft konstruktiv zusammenarbeiten. Und solche Prozesse brauchen wir, um für künftige Krisen besser gerüstet zu sein. Die interministerielle Arbeitsgruppe
Sie hat einen guten Weg aufgezeigt, wie wir uns für die Zukunft besser aufstellen können, und zwar mit der Einrichtung eines Expertinnengremiums, das interdisziplinär arbeitet und Bund und Länder zugleich berät. Ich werbe dafür, dass diese Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder auch fortgesetzt wird. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Mareike Lotte-Wulff. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kinder und Jugendliche haben in der Zeit der Corona-Pandemie besonders gelitten. Das wissen wir heute und können es auch im persönlichen Umfeld vielfach erleben. Und es ist daher unsere Pflicht, uns hier eben nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Es ist daher wichtig und richtig, dass wir uns als Deutscher Bundestag heute mit den Folgen der Pandemiebekämpfung auf Kinder und Jugendliche intensiv beschäftigen. Und ich glaube, wir sollten ehrlich sein. Alle demokratischen Parteien in diesem Parlament standen damals im Bund oder in den Ländern in der Verantwortung und haben in ihren jeweiligen Ressorts Verantwortung übernommen. Eine pauschale Verurteilung der damals getroffenen höchst schwierigen Abwägungen mit dem Wissen von heute wäre daher zu einfach. Stattdessen müssen wir uns den Folgen der damals getroffenen Entscheidungen ehrlich stellen und entschlossen gegensteuern, wo dies möglich ist. Der Bericht zeigt deutlich, die Folgen der Pandemie sind bei Kindern und Jugendlichen sehr spürbar. Die allgemeine Gesundheit hat sich um 15% verschlechtert. Symptome von Depressionen haben bei Jugendlichen stark zugenommen. Und das ist besonders hart. Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen und Kindern mit Behinderungen sind besonders hart betroffen. Und alle diese Fakten zeigen einfach, wie schnelle und wirksame Maßnahmen nötig sind. Aber, sehr geehrte Frau Ministerin, uns fehlen die Belege in Ihrem Regierungshandeln, dass Sie es wirklich so ernst meinen mit der Verantwortung, wie Ihr Bericht es nahelegt. Denn die Mittel zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie sind deutlich zurückgegangen. Die Große Koalition hat mit dem Programm Aufholen nach Corona damals 2 Milliarden Euro zur Förderung von Kindern und Jugendlichen bereitgestellt. 1 Milliarde floss in die Länder zur Aufholung von Lernrückständen und 1 weitere Milliarde in die frühkindliche Bildung, in die Freizeitgestaltung, in die Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Alltag. Und das war auch notwendig. Und fortgeführt wird dieses Programm durch ein Zukunftspaket oder vielleicht sagen wir lieber Päckchen mit gerade mal 40 Millionen Euro. Das sind nicht mal mehr 10% der Summe, die vorher zur Verfügung stand. Und deshalb sagen uns die Träger ganz zu Recht, das fühlt sich nach Kürzung an. Und die Mental Health Coaches, Sie haben sie gerade erwähnt, das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein, liebe Frau Ministerin, angesichts der Anzahl von Schulen und Schülerinnen und Schülern, die wir in diesem Land haben. In Ihrem Bericht ist außerdem zu lesen, wie wichtig die frühen Hilfen sind für Familien. Aber in Ihrem Vorgehen sehen wir, dass Sie die Summe für die frühen Hilfen erst einmal um 30 Millionen gekürzt haben. In Ihrem Bericht lesen wir, wie wichtig es ist, dass benachteiligte Familien von frühkindlicher Bildung profitieren. Aber Sie haben das Programm Sprachkitas einfach mal eingestampft, ebenso wie die Unterstützung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Für diese Politik der Rückabwicklung von Kinder- und Jugendförderung fehlt uns einfach jegliches Verständnis. Und dann, Sie haben sie heute nicht erwähnt, ist da ja noch die Kindergrundsicherung, die lautstark überall beworben wird. Aber lassen Sie mich das ganz deutlich sagen. Armutsbekämpfung beginnt für uns einfach nicht mit der Verteilung von Geldern, sondern die beginnt bei dem Aufbau und der Stärkung einer zielgenauen Infrastruktur. Und genau da haben Sie eben große Nachholbedarfe. Und lassen Sie mich ein Wort zu Ihnen sagen, Herr Lauterbach, Sie werden ja gleich noch hier zu Wort kommen.
Sie sind als Corona-Minister einmal angetreten, aber Ihre Bilanz ist dort sehr enttäuschend. Das Einzige, wofür Sie die Energie Ihres Hauses, Ihre eigene Reichweite und Ihr Ministeramt derzeit öffentlich nutzen, ist die Legalisierung von Cannabis. Und wir sind in einer Gesellschaft dabei, die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche, die psychischen Folgen für Kinder und Jugendliche aufzuarbeiten. Und in dieser Situation wollen Sie ernsthaft eine Droge legalisieren, die nachgewiesen schwere Folgen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat. Wie falsch kann man Prioritäten eigentlich noch setzen? Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir von der Union rufen Ihnen zu, nutzen Sie Ihre Ressourcen, Ihre Ministerien für die wirkliche Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in diesem Land. Einige Punkte sind in diesem Bericht genannt. Sie müssen sie nur umsetzen. Wir sind für konstruktive Gespräche jederzeit bereit. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert über einen Abschlussbericht einer interministeriellen Arbeitsgruppe und dieser Bericht trägt den Titel Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona. Es ist also im Grunde auch eine erste Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen vom Jahr 2020 an. Und in dieser Debatte jetzt der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal beginnen wir mit der guten Nachricht. Gott sei Dank ist für Deutschland die Pandemie vorbei. Wir haben eine gute Immunität in der Bevölkerung durch Impfungen, durch stattgehabte Infektionen. Aber es ist auch wichtig zuzugeben, die Immunität ist da, aber die Pandemie ist nicht für alle vorbei. Und leider ist sie auch für viele Kinder nicht vorbei. Daher ist diese Sitzung sehr wichtig, die wir heute haben. Denn man muss ganz klar sagen, von allen, die Opfer erbracht haben in der Pandemie, haben die Kinder die meisten Opfer erbracht. Die Kinder haben Ältere und andere geschützt, haben unter den Maßnahmen gelitten. Die Maßnahmen waren zum Teil zu streng. Die Schulschließungen hätte man in dieser Länge nicht machen müssen. Und viele Kinder leiden auch heute noch. Sie leiden unter psychischen Störungen. Ihre Gesundheit ist schlechter geworden. Wir schulden daher den Kindern eine ernsthafte Debatte, die wir heute führen werden. Und wir schulden ihnen aber auch konkrete Maßnahmen. Und ich werde diesen Kindern ein paar dieser Maßnahmen vortragen. Und ich möchte auch ganz klar sagen, das sind Maßnahmen, die wir jetzt machen. Das reicht aber nicht aus. Trotzdem, wir müssen jetzt zusammenhalten. Und ich möchte auch ausdrücklich sagen, ich danke an dieser Stelle, das ist mir überhaupt das Wichtigste, was ich in dieser Debatte sagen kann. Ich danke an dieser Stelle nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern, die uns geholfen haben, in einem solidarischen Akt diese Pandemie für das Land zu bewältigen. Danke an dieser Stelle. Ohne sie wäre es nicht gegangen. Und es ist Ihr Geist gewesen, der es möglich gemacht hat. Und lassen Sie mich zu den konkreten Punkten kommen. Und ich sage vorweg, das reicht nicht. Ich sage vorweg, das reicht nicht. Wir müssen weitergehen. Aber wir haben sofort die Kinderkliniken, die in einer Notlage waren, aus dem System der Fallpauschalen so weit entfernt, dass man selbst bei 80% der Leistungen 100% des Budgets bekommt. 1. Januar ist das gekommen. Die Not der Kinderkliniken haben wir beseitigt. Zum Zweiten, wir haben Lieferengpässe bei Kinderarzneien. Es kann nicht sein, dass in einem reichen Land wie Deutschland die Kinder die Medikamente nicht bekommen. In Holland werden sie angeboten, weil hier die Preise zu niedrig sind. Daher haben wir das Festbetragssystem haben wir für die Kinderarzneimittel weggenommen. Die Rabattverträge gehen weg, sodass wir die Kinderarzneimittel haben werden. Zum Dritten, es sind viel zu wenige Ärztinnen und Ärzte, die sich für den Beruf der Kinderärztin entscheiden oder des Kinderarztes. Wir haben diesen Bereich komplett entbudgetiert. Das heißt, jemand, der jetzt in diesen Bereich geht, der muss sich nicht mehr um Budgets kümmern. Der kann die Leistung erbringen, kann sich darauf verlassen, dass die Leistung komplett bezahlt wird. Das macht diesen Beruf im Vergleich zu anderen Facharztberufen attraktiver. Das haben wir gemacht. Das ist auch noch immer nicht alles. Wir werden darüber hinaus die Versorgung mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten deutlich verbessern. Wir werden hier mit Sonderbedarfen arbeiten. Es kann nicht erlaubt sein, es kann nicht angehen, dass die Kinder
und Ministerin Paus hat es eloquent vorgetragen. Die Kinder sind in psychischer Not. Da kann es nicht sein, dass Kinder ein Jahr lang auf einen Therapieplatz warten, weil wir nicht genug Therapeutinnen und Therapeuten haben. Daher werden wir hier mit Sonderbedarfen, werden wir hier den Bedarf decken. Daran wird intensiv gearbeitet. Somit 4 konkrete Maßnahmen, die wir ergreifen. Die Kinder benötigen unsere unmittelbare Hilfe. Dabei darf es aber nicht bleiben. Ich will darauf hinweisen, was wir zusätzlich brauchen. Und ich sage das ganz klar. Ich spreche wirklich hier für die Ampelregierung, nicht nur für mein Ressort. Die Ampelregierung steht eindeutig hinter der Kindergrundsicherung. Wir stehen hinter der Kindergrundsicherung. Die Kindergrundsicherung ist notwendig. Natürlich ist es schön und gut zu sagen, Geld ist nicht alles. Und soll ich Ihnen was sagen? Frau Wolf, das stimmt doch. Sie haben damit recht. Geld ist nicht alles. Aber wenn Sie in der Kindheit Armut erleben, dann sind Ihre Chancen auf Gesundheit, auf eine gute Ausbildung, auf einen guten Schulabschluss, die sind viel schlechter. Kein Kind kann für die Armut seiner eigenen Eltern. Kein Kind kann sich das aussuchen. Daher brauchen wir unbedingt hier eine Gerechtigkeitsinitiative, und da stehen wir alle dahinter. Trotzdem, ich danke Ihnen dafür, dass wir diese Debatte haben. Hier soll nichts verschwiegen werden, es soll über alles gesprochen werden. Aber es ist ganz klar, wir schulden den Kindern viel, und ich würde mich sehr freuen, wenn die demokratischen Parteien hier im Haus eine konzertierte Aktion für diese Kinder begleiten könnten. Vielen Dank. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister. Und Sie haben es möglicherweise, wenn Sie unser Interview heute Morgen verfolgt haben, jetzt auch in dem Beitrag von Karl Lauterbach mitbekommen. Das Thema Kindergrundsicherung spielt auch in diesem Komplex eine große Rolle. Martin Reichert aus der AfD-Fraktion, und da ist er familienpolitischer Sprecher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als erstes traf es die Kinder. Noch bevor Deutschland 2020 in den ersten Lockdown geschickt wurde, wurden Schulen und Kitas geschlossen. Es war der 16. März 2020. Dieser Tag war der Beginn der Regentschaft totalitärer Kinderfeindlichkeit. Die Folgen für Kinder und Jugendliche sind nun in diesem Bericht nachzulesen. Aber schon der Titel des Berichts ist ein verlogenes Narrativ. Er heißt »Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona«. Das ist falsch. Es war nicht Corona, es waren die totalitären Corona-Maßnahmen. Sie haben unsere Kinder schwer geschädigt. Jeder Politiker, der den kinderfeindlichen Maßnahmen zugestimmt hat, Sie alle sind verantwortlich. Sie alle haben mitgemacht, und keiner kann sagen, Sie haben von nichts gewusst, meine Damen und Herren. Im Oktober 2020 haben wir den Antrag gestellt, das Kindeswohl bei Corona-Maßnahmen zu prüfen, Kinder von Masken- und Abstandsregelungen zu befreien. Alle Altparteien, angebliche Demokraten, haben das abgelehnt. Wieder besseres Wissen und wieder alle Vernunft, meine Damen und Herren. Bereits Mitte 2020 gab es weltweit über 40 Studien, die zeigten, dass Kinder das Virus nur selten weitergeben. Zu diesem Zeitpunkt warnten Elterninitiativen, Wissenschaftler, Kinderärzte mit hoher Prognosegenauigkeit vor den psychischen Folgen von Schulen- und Kitaschließungen. Sie alle wurden von Ihnen als Corona-Leugner diffamiert. Viele haben das mit ihrer wissenschaftlichen Reputation und ihrer gesellschaftlichen Ächtung bezahlt. Das ist eine Schande. Dagegen wurde der verkommene Regierungshofnarr Böhmermann, der Kinder mit Ratten verglich und das Regierungsnarrativ von Kindern als Todbringer ihrer Großeltern bediente, mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Ekelhaft nenne ich das. Aber Böhmermann sprach nur aus, was Sie hier alle dachten. Sie haben Kinder entmenschlicht, Sie haben das Leid der Kinder zum hinnehmbaren Kollateralschaden gemacht. Die kinderlose Kanzlerin Merkel sagte, ich will mir nicht anhängen lassen, dass ich Kinder quäle, aber genau das hat Ihre Politik getan. Sie alle haben mitgemacht. Keiner von Ihnen kann sagen, er habe von nichts gewusst. Und Gesundheitsminister Lauterbach, er hat ja auch heute wieder eingestanden, dass die Regierung bei Schulen und Kindern sehr hart eingestiegen sei. Es sei falsch gewesen, Schulen und Kindertagesstätten so lange zu schließen. Um Verzeihung möchte er aber nicht bitten. Man habe es damals nicht besser gewusst.
Doch, Sie alle haben es gewusst, und Sie haben diejenigen, die das Wissen ausgesprochen haben, mundtot gemacht und aus dem Diskurs ausgeschlossen. Und das ist der eigentliche Skandal, über den hier geredet werden muss. Alle, die diesen Maßnahmen zugestimmt haben, haben große Schuld auf sich geladen. Kinder, die nicht mehr leben wollen, Kinder, die Gesichter ohne Nase und Mund zeichnen, Kinder, die ihrer Bildung, ihrer Kindheit und ihrer Gesundheit beraubt wurden. Gefährlich für unsere Kinder war nicht Corona, sondern gefährlich für unsere Kinder waren Sie und dieser Minister dort, Herr Lauterbach. Und ich sage Ihnen, Herr Lauterbach, übernehmen Sie einmal in Ihrem Leben für irgendetwas Verantwortung. Scheren Sie sich aus dem Amt und treten zurück. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Katja Adler. Es ist immer wieder anstrengend, nach der AfD reden zu müssen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, am 8. April endeten die letzten Corona-Schutzmaßnahmen. Ein Ende, das gleichzeitig ein Beginn der Aufarbeitung sein muss. Eine Aufarbeitung, die für mich insbesondere als Kinder- und Jugendpolitikerin dringend notwendig ist. Denn es geht dabei um die rund 14 Millionen Kinder und Jugendlichen im Land, die wir in der Corona-Pandemie nahezu völlig aus den Augen verloren haben. Bei durchschnittlich 38 Wochen Schulschließung haben wir ihnen 190 Tage lang den Zugang zu sozialen Kontakten verwehrt, ihr Recht auf Bildung vernachlässigt und sind ihrem besonderen Schutzbedürfnis vor Gewalt und sexuellem Missbrauch zu wenig nachgekommen. Für uns alle war dieses Virus, war diese Pandemie neu. Und wir haben in den vergangenen 3 Jahren alle gemeinsam viel gelernt. Was wir nun brauchen, ist der Blick nach vorne. Den es aber nur geben kann, schauen wir zurück und vor allem schauen wir auf die Auswirkungen, die Corona und deren Schutzmaßnahmen bei unseren Kindern und Jugendlichen verursacht haben. Der vorliegende Bericht hat diese Auswirkungen klar benannt. Studien berichten über teilweise deutliche Anstiege bei ärztlichen Diagnosen wie Essstörungen, Depressionen und Angststörungen. Vor der Corona-Pandemie haben 2 von 10 Kindern über psychische Belastung berichtet. Ende 2020 waren es 5 von 10 Kindern. Jedes zweite Kind hat über psychische Belastung berichtet. Der Body-Mass-Index bei Kindern und Jugendlichen ist ebenfalls signifikant angestiegen, wobei die unter 13-Jährigen eine besonders hohe Gewichtszunahme aufweisen. Was nicht überraschen dürfte, hat der Medienkonsum in dieser Zeit Rekordhöhen erreicht. Und waren auch Sportvereine geschlossen und teilweise ja sogar die Spielplätze gesperrt, durch Polizeistreifen gesichert. Und nicht jedes Kind hat automatisch auch ein eigenes Kinderzimmer oder einen gesicherten Zugang zu einem eigenen Garten mit einem eigenen Trampolin oder Sandkasten. Auch wenn Sie, Herr Lauterbach, am 10. Januar 2022 beharrt aber fair, ein Zusammenhang von Schulschließungen und der Zunahme psychischer Störungen bei Kindern noch negiert haben, so war dies eine klare Fehleinschätzung. Diese Störungen stehen mit den Corona-bedingten Restriktionen und den Schulschließungen in unmittelbarem Zusammenhang. Wie dieser Bericht zeigt und Sie, Herr Lauterbach, Ende Januar diesen Jahres auch eingeräumt haben. Wie können wir nun helfen? Ziel ist es, und da sind sich alle Beteiligten einig, Kindern und Jugendlichen ein gutes und ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Dies kann durch die Vernetzung der 5 Handlungsfelder frühe Hilfen, Kindertagesbetreuung, Schulen, Gesundheitswesen, Jugend- und Familienhilfe gelingen. Mit dauerhaften, flächendeckenden Angeboten, die das gewaltfreie Aufwachsen ebenso fördern wie ihre sprachliche, motorische und sozial-emotionale Entwicklung. An den Schulen werden wir ab dem Schuljahr 2023/24 in einem Modellprogramm des Bundesfamilienministeriums Mental Health Coaches einsetzen, um die Fragen zur mentalen Gesundheit und bei akuten psychischen Krisen frühzeitig zu unterstützen.
Eine Psychologin aus Bad Homburg, meinem Wahlkreis, berichtet, dass sie zwar mehr denn je arbeitet, es trotzdem aber nicht reicht, weil täglich 5 bis 6 Menschen anrufen, die einen Therapieplatz benötigen. Sie kann diese aber nicht bedienen, insbesondere auch, weil Kinder und Jugendliche in der Regel wegen ihrer schulischen Verpflichtung nur am Nachmittag kommen können. Frau Adler, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion? Nein. In eine Situation zu geraten, die nur noch Kinder mit Suizidversuchen Hilfe finden, muss dringend, und da gehe ich von allgemeinem Konsens aus, vermieden werden. Nach vorne zu blicken heißt auch zu erinnern und um zu erkennen, was künftig vermieden werden muss. Und hier bitte ich, Lauterbach zitieren zu dürfen. Herr Lauterbach schrieb am 4. Mai 2020 auf Twitter: Regulärer Unterricht fällt für mindestens ein Jahr aus. Das kann jetzt als epidemiologisch sicher gelten. Daran ändern weder Apps noch Masken etwas. Neben Epidemiologie muss aber immer auch Psychologie und mindestens auch Kinder-, Jugend- und Sozialpolitik mitgedacht werden. Das wurde seit 2020 leider klar versäumt. Wir Freien Demokraten hatten bereits ab der zweiten Welle auf die Rechte der Kinder und Jugendlichen hingewiesen und wollten Schulschließungen vermeiden. Diese Pandemie war sicherlich nicht die letzte, aber sie muss die letzte sein mit solch massiven und teilweise unverhältnismäßigen, ja schädigenden Einschränkungen. Ich bin nicht nur Politikerin, ich bin auch Lobbyistin für unsere Kinder und Jugendlichen. Und es wäre gut, kann das der ein oder andere Politiker mehr bei seinen künftigen Entscheidungen ähnlich sehen. Herzlichen Dank. Katja Adler aus der FDP-Fraktion, auch sie Mitglied im Familienausschuss. Und ihr wird jetzt folgen Heidi Reicheneck aus der Linksfraktion. Konnten Sie schon gesehen haben, heute Morgen auch bei uns im Interview. Sie ist Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Was ist gerade nach 3 Jahren Pandemie die Realität für Kinder und Jugendliche? Ein enormer Anstieg von Depressionen, Essstörungen, Mediensucht. Massiver Druck, um Lernrückstände aufzuholen, Zukunftsängste und Krisenmodus im Dauerzustand. Diese Pandemie traf auf ein kaputt gespartes System, egal ob in Kita, Schule oder Jugendhilfe. Es brennt überall und besonders hart trifft es, wie immer, Kinder aus Familien mit wenig Geld. Es brennt. Und wie es Ihre Art ist, diskutieren Sie und Sie schauen auch ganz betroffen. Die Probleme schreien zum Himmel und Sie machen nichts, gar nichts. Aber das akzeptieren wir nicht. Und ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, Mental Health Coaches hier, der andere Tropfen da. Ich habe jahrelang in der Jugendhilfe gearbeitet und immer wieder erlebt, Kinder, Familien und auch die Mitarbeitenden dort, die sind ihnen doch völlig egal. Die Situation war schon vor Corona hochproblematisch, aber während der Pandemie sind wir in eine absolute Katastrophe geschlittert. Von der Regierung damals wie heute komplett im Stich gelassen. Dabei waren es meine KollegInnen in der Jugendhilfe, die während der Pandemie ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit für die Kinder und Jugendlichen da waren, die Kontakt gehalten haben, die sie unterstützt haben. Sie waren da, als die Kitas und Schulen geschlossen hatten, als man keinen Hobbys mehr nachgehen konnte, als man keine Freunde mehr treffen konnte. Und deswegen, das ist das Allermindeste, möchte ich an dieser Stelle wenigstens allen KollegInnen in der Jugendhilfe für ihre unglaubliche Arbeit danken. Ihr fangt das auf, was hier im Bundestag immer nur wegdiskutiert wird. Danke. Aber wie sieht es denn gerade aus, da draußen, so weit weg vom Bundestag, wo man so gerne Fotos im Wahlkreis macht mit den netten Kindern und Jugendlichen und sie dann wieder zur Seite schiebt? Ja, die Jugendämter, die können kaum noch pädagogisch arbeiten. Ist ja toll, dass sich die Kinder da jetzt direkt dran wenden können. Aber an wen denn? Hat auch keiner Zeit mehr. Die Akten stapeln sich. Und wissen Sie, was in den Obhutnamen los ist? Da kommen immer mehr unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Da kommen die Kinder hin, die akut aus ihren Familien raus müssen und die, die sonst in keine Einrichtung mehr Platz finden. Selbstverletzendes Verhalten, Panikattacken, Aggression und Frust, all diese Kinder landen in den Obhutnamen. Freistationäre Plätze gibt es quasi nicht mehr. Die KollegInnen in den ambulanten Hilfen bekommen einen neuen Fall nach dem nächsten. Und all das trifft auf astronomische Krankenstände, auf Fachkräfte, die 24/7 erreichbar sind, die bei miesen Gehältern arbeiten. Das ist Dauerstress. Und deshalb kündigen die auch massenweise. Steht auch in Ihrem Bericht. Davon höre ich gar nichts. Verdi hat dazu auch eine Studie. 61% der Mitarbeitenden in der sozialen Arbeit sagen, sie sind ständig an der Grenze der Leistungsfähigkeit. 77% sagen, bis zur Rente halten sie das nicht mehr durch. Verantwortungsvolle Politik müsste doch Tag und Nacht an Lösungen arbeiten. Und wenn Sie keine haben,
außer das bisschen, was Sie hier aufgezählt haben. Und es ist wirklich lächerlich. Dann stellen Sie doch wenigstens mehr Geld bereit. Ich weiß, Geld allein sei keine Lösung, ist dann immer Ihr Mantra. Aber Geld brauchen wir für bessere Bezahlung, für mehr Stellen, damit nicht jeder Cent umgedreht werden muss, damit nicht ständig Geld in sinnlose Projektanträge gesteckt wird, wie die vom Zukunftspaket, das übrigens ein Jahr lang läuft mit 55 Millionen Volumen. Ihr eigener Bericht sagt, wir brauchen mehr Geld, damit die dringend nötigen Angebote endlich ermöglicht werden. Als nächstes heißt es dann immer, das läge bei den Kommunen, bei den Ländern. Aber durch das Spardiktat des Bundes, durch Ihre schwarze Null, durch Ihre heilige Schuldenbremse, nehmen die Kommunen die billigsten Angebote mit dem absoluten Minimum an Leistungen. Und dann, wo führt das hin? Werden Kinder und Jugendliche demnächst nur noch mit einem Sicherheitsdienst verwahrt, damit sie nicht stören? Das kann doch nicht wahr sein. Und die gleiche Situation haben wir bei der offenen Jugendarbeit. Die Fachkräfte werden dort verheizt. Jede sechste Kommune plant da übrigens noch weiter zu sparen. Ja, und was liefert die Regierung? Sie haben das alle angesprochen. Ich finde es wirklich unfassbar. Ein Zukunftspaket. Das klingt total nett, ist aber nichts als eine Projektfinanzierung für ein Jahr. Für 55 Millionen Euro, wenn wir diese Mental Health Coaches, für die es immer noch kein Konzept gibt, mit dazuzählen. Und um das mal in Relation zu setzen, so viel kostet ein Kilometer der A281 bei Bremen, die Sie ausbauen. Kinder, Autos, die Prioritäten sind in dieser Koalition ziemlich klar. Das ist unfassbar. Und zum Schluss ist es mir völlig unverständlich, dass Finanzminister Lindner in dieser Situation, und natürlich ist er nicht, da hätte mich auch sehr überrascht, sich jetzt wirklich erdreist zu fordern, dass im Familienministerium auch noch gespart werden muss. Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie auf so viel verzichtet. Sie waren solidarisch. Und zum Dank passiert nichts. Diese Regierung ist für Kinder und Familien ein Totalausfall. Schämen Sie sich. Heidi Rechinek aus der Linksfraktion beklagt, dass die Verantwortung für und die Umsetzung von Förderprogrammen hin und her geschoben würden und manche Programme noch gar nicht umgesetzt seien, also noch gar nicht richtig greifen können. Nächster Redner Johannes Wagner aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und er ist stellvertretender Vorsitzender des Unterausschusses Globale Gesundheit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist unbestritten, die Pandemie hatte weitreichende Folgen für die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen. Es war für alle Kinder eine verdammt harte Zeit und bildlich gesprochen könnte man sagen, alle Kinder mussten durch einen verdammt schweren Sturm. Aber dabei, und das macht dieser Bericht deutlich, saßen nicht alle Kinder im selben Boot. Ohnehin schon benachteiligte Kinder kamen besonders schlecht durch diese Pandemie. Was verbirgt sich unter diesem netten Wort benachteiligte Kinder? Oft einfach Kinder, die in Armut aufwachsen. Armut ist ein Gesundheitsrisiko. Und das zeigt noch einmal, wie wichtig eine starke Kindergrundsicherung ist. Damit alle Kinder gute Start- und damit Gesundheitschancen haben. Aber, und das macht der Bericht auch deutlich, und das finde ich besonders spannend, es steht noch mehr in diesem Bericht drin. Und zwar, dass auch schon vor der Pandemie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland, in unserem reichen Land, in einer eher gesundheitsfeindlichen Umwelt aufgewachsen sind. Da ist der Schulweg, der so gefährlich ist, dass Kinder nicht alleine zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule kommen, obwohl Bewegung so wichtig für sie wäre. Da ist eine Schulverpflegung, aber auch eine Kita-Verpflegung, die oft nicht gesund und nahrhaft ist. Und da ist eine unzureichende psychosoziale Versorgung, wenn doch mal mentale Probleme auftauchen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Ampel jetzt endlich strukturell an die Lebensumstände von unseren Kindern und Jugendlichen gehen. Viele Dinge wurden schon angesprochen. Wir werden eine Ernährungsstrategie auflegen. Wir werden die Ernährung in Gemeinschaftsverpflegungen verbessern. Wir werden die Fuß- und Radinfrastruktur stärken. Und wir werden die psychotherapeutische Bedarfsplanung reformieren und Mental Health Coaches einführen. All das wird Kindern und Jugendlichen langfristig nutzen. Sehr geehrte Kolleginnen, es macht einen Unterschied, in welchem Boot wir unsere Kinder in einen Sturm schicken. Und wenn die Pandemie ein Sturm war, der sich übrigens wiederholen kann, das Risiko für neue Pandemien ist weiterhin gegeben, weil wir als Menschheit sehr stark nach wie vor in unsere Umwelt eingreifen. Wenn die Pandemie ein Sturm war, dann ist die Klimakrise ein Tornado. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, die Klimakrise ist die größte Gefahr für die menschliche Gesundheit in diesem Jahrhundert. Und deswegen würde ich Sie bitten, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir Kindern eine gute Start- und Gesundheitschance bieten, aber eben auch unseren Kindern und Jugendlichen eine Welt hinterlassen, auf der es lange noch lebenswert ist zu leben und in der sie gut aufwachsen können. Denn wir wissen, Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz. Vielen herzlichen Dank.
Johannes Wagner aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und apropos Kindergrundsicherung, die ja wieder angesprochen wurde, die Debatten darüber und den daran aktiv beteiligten Bundesfinanzminister, der vorhin ja schon mal vermisst wurde, Christian Lindner, der ist aber ja auch bekanntermaßen FDP-Parteivorsitzender. Und die FDP hat heute Parteitag hier in Berlin ab ungefähr 20 vor 12. Das schon mal als kleiner Tipp von dieser Stelle, werden wir den Parteitag übertragen. Dann werden Marc Steinhäuser und Jeanette Clark Sie durch den weiteren Parteitag begleiten. Aber noch sind wir hier und noch geht es um den Corona-Bericht zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bzw. deren Beeinträchtigung durch Corona. Und am Pult ist Diana Stöcker aus der Unionsfraktion. Ich habe Jugendlichen erklären müssen, die zu dritt aus drei verschiedenen Haushalten auf dem Marktplatz standen, warum sie das nicht tun dürfen. Eine Kita-Leiterin rief mich an und fragte, ob sie nicht Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen auch in der Kita aufnehmen dürfen, auch wenn die Eltern daheim seien. Wir haben unsere Spielräume genutzt. Die Leiterin unseres Jugendhauses rief mich an. Eine Jugendliche sei verzweifelt, weil sie in der engen Wohnung mit den kleinen Geschwistern nicht lernen könnte. Wir ließen zum Lernen einen Jugendraum zu. Krisengespräche mit der Sozialarbeiterin wurden in Spaziergängen zu zweit angeboten. Unser Familienzentrum ließ eine Mutter mit drei Kindern alleine ins Spielzimmer, weil die familiäre Situation in den beengten Verhältnissen eskalierte. Die gemeinsame Klammer ist, Kinder und junge Menschen haben in dieser schwierigen Zeit massiv zurückstecken müssen. Viele hatten Ängste und Krisen. Inzwischen haben viele Studien, Berichte der Corona-Expertinnenrat, die Ethikkommission, die damalige Situation von Kindern und jungen Menschen untersucht und Empfehlungen ausgearbeitet. Daher überrascht der Bericht der interministeriellen Arbeitsgruppe gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona nicht wirklich. Über die Unterschiede hinweg stellen alle Studien eine erhöhte psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie fest und zeigen auf, dass sich auch drei Jahre nach der Pandemie deutliche Hinweise auf psychosomatischen Stress zeigen, wobei dies meines Erachtens auch nicht getrennt gesehen werden darf von inzwischen neuen Krisen wie der Angriffskrieg auf die Ukraine oder der hohen Kostensteigerung durch Inflation. Gerade deswegen ist für mich auch der Blick auf die psychische Gesundheit von Kindern und jungen Menschen so wichtig, denn diagnostische psychische Störungen, Angst- und Essstörungen und Depressionen steigen in bestimmten Altersgruppen und Geschlechtsgruppen deutlich an. Psychische Folgen werden weiter wirken, wenn sie nicht gelöst werden. Jedes Kind, jeder junge Mensch hat eine unterschiedliche psychosoziale Resilienz, aber jedes Kind verdient es, dass wir ihm die individuelle Hilfe zukommen lassen, die es benötigt. Es braucht für Kinder und junge Menschen niedrigschwellige und flächendeckende Zugänge zu Beratungs- und Hilfsangebote, seien das schulpsychologische Unterstützungsangebote, zum Beispiel mehr qualifizierte Schulsozialarbeit, die in den Schularbeitsalltag als Regelangebot integriert wird, seien das Anlaufstellen mit Peergroup-Ansätzen. Ebenso braucht es eine angemessene personelle Ausstattung von sozialpsychiatrischen Diensten. Es darf nicht von finanziellen Zuschüssen der Kommunen abhängig sein, welche Dienste sie anbieten, sondern sie müssen Teile ihrer individuellen Leistungen über die Krankenkasse finanzieren können. Zudem brauchen insbesondere auch Kinder und Jugendliche in psychischen Ausnahmesituationen Soforthilfen, zum Beispiel eine einheitliche Notrufnummer für psychische Krisen, wie sie mit der 117 gerade in Bayern eingeführt wird. Und schließlich braucht es mehr therapeutische Angebote, insbesondere im ländlichen Raum, und eine bessere Verzahnung von ambulanten und stationären Leistungen. Personen, die beruflich kontinuierlich Alltagskontakte zu Kindern und jungen Menschen haben, müssen auf Prävention psychischer Belastungen und Erkrankungen geschult werden, damit sie Problemlagen frühzeitig erkennen und an Unterstützungsangebote weiter vermitteln. Ja, zu meiner Erfahrung als Bürgermeisterin gehört aber auch, dass mich eine Grundschullehrerin informierte, dass ihre Schüler bunte Bilder für einsame Seniorinnen im Pflegeheim malten. Dazu gehört auch, dass der Quartiersarbeiter berichtete, dass sich über das Corona-Sorgentelefon viele Jugendliche gemeldet haben, die für Senioren Einkäufe und Botengänge übernehmen möchten. Und bekanntermaßen sind Elemente von Resilienz
wenn Menschen Verantwortung übernehmen und lösungsorientiert ins Handeln kommen. Und genau das haben diese Kinder und jungen Menschen gemacht. In meinen Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern erlebe ich junge Menschen, die die Politik, die wir hier in Berlin machen, genau beobachten, die kritisch Entscheidungen hinterfragen. Ein Grund ist auch, dass sie in der Corona-Krise persönlich erfahren mussten, wie politische Erfahrung Entscheidungen ihr Leben konkret und unmittelbar verändert haben. Diese politische Sensibilisierung ist auch eine Chance, Jugendliche für Demokratie und politisches Engagement und Verantwortung zu begeistern. Diana Stöcker war das aus der Unionsfraktion zum Bericht der Arbeitsgruppe Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona. Und ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt auch Selbstkritik gehört habe, denn die Union war ja an den Corona-Maßnahmen seinerzeit nicht ganz unbeteiligt. Sönke Rix ist der nächste Redner, kommt aus der SPD-Fraktion und ist da stellvertretender Vorsitzender. Herr Lauterbach auch gerade eben eingefordert hat, dass wir die demokratischen Fraktionen konstruktiv gemeinsam das aufarbeiten und dann auch anknüpfen an das, was wir auch als Fehler erkannt haben. Vielen Dank dafür. Das muss ich Ihnen wirklich sagen. Dankeschön. Ich will noch einen Punkt mit andeuten, weil natürlich der Bericht sagt aus, wir haben Fehler in der Pandemie gemacht. Aber da kommt immer gleich die nächste Frage, warum habt ihr die denn gemacht? Ja, weil wir es nicht besser wussten. Das muss man wirklich an dieser Stelle sagen. Es gab keine Blaupause für diese Pandemie. Und wir mussten gucken, wie wir die Gesundheit der Menschen und damit das Leben der Menschen schützen. Und da passieren auch Fehler. Und diese Fehler bereuen wir natürlich sehr. Aber dass diese Fehler vermeidbar wären, da bin ich sehr, sehr zweifelhaft. Und ich will auch noch deutlich machen, das, was wir jetzt hier gerade besprechen, wie die Kinder und Jugendlichen sich fühlen, ihre psychische Labilität, ihre Bewegungsstörung, ihre mangelnde Bewegung, all das, diese Ängste, die sie haben, die kommen nicht ausschließlich aus der Tatsache, dass sie keine Begegnungen hatten, dass sie keine Bildung und Betreuung wahrnehmen konnten, sondern weil sie insgesamt Zukunftsängste haben. Das ist nicht nur ausschließlich der Tatsache zu schulden, dass wir einen Lockdown hatten, sondern auch die Kinder und Jugendlichen in Schweden, in denen es keine Kontaktbeschränkung gab, auch da hat es sich über die Pandemie verstärkt, die Situation. Auch da sind die psychischen Erkrankungen stärker geworden, auch da sind die Zukunftsängste stärker geworden. Hören Sie auf, damit zu glauben, dass ausschließlich der Lockdown dafür verantwortlich ist, dass den Kindern und Jugendlichen es gerade nicht so gut geht. Aber natürlich haben wir Fehler gemacht, und wir werden in anderen Pandemien auch aus diesen Fehlern lernen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, was sehr deutlich wurde, ist auch in diesem Bericht, dass besonders Kinder und Familien, denen es nicht so gut geht, die finanziell nicht so stark aufgestellt sind, dass gerade die besonders gelitten haben. Armut macht häufig krank. Und das ist das, was wir in den Blick nehmen müssen, auch als Familien- und Kinderpolitiker, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir Kindern eine grundsätzliche Absicherung ermöglichen. Eine Kindergrundsicherung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kinder müssen unabhängig von der Tatsache, wo sie herkommen, wo sie aufwachsen, in welcher Familie sie aufwachsen, eine grundsätzliche Absicherung haben. Wir brauchen die Kindergrundsicherung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die besteht nicht nur darin, dass wir materiell auch den Familien mehr zukommen lassen, denen es nicht so gut geht, sondern sie besteht auch darin, dass wir Zugang zu Bildung und Betreuung gewährleisten können, dass wir ihnen Begegnungsmöglichkeiten gewährleisten können, dass wir die Infrastruktur auch stark machen. Wir als Bund beteiligen uns bei Qualität in den Kita. Wir nehmen zusätzliche Mittel dafür in die Hand. Wir als Bund unterstützen den Ganztagsausbau in den Ländern. Wir als Bund wollen das Startchancenprogramm auf den Weg bringen, um insbesondere Schulen zu unterstützen, die bis vor besonders großen Herausforderungen stehen, weil da besonders die Schülerinnen und Schüler sind, die auch eine besondere Betreuung brauchen. Wir haben das erkannt und werden auch deutlich machen, dass eine Kindergrundsicherung auch eine Säule hat, neben der finanziellen Entlastung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir brauchen auch die monetäre Unterstützung für Kinder. Und dabei muss es unabhängig davon sein, in welcher Familie die Kinder groß werden. Und deshalb brauchen wir eine Kindergrundsicherung, unabhängig
von der Tatsache, ob die Familie im Sozialhilfebezug ist, Kindergeld bekommt oder gut verdient ist. Wir brauchen eine eigenständige Absicherung von Kindern und Jugendlichen, damit eine Stigmatisierung ein Ende hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir die ersten Schritte zur Kindergrundsicherung hin auch schon bereits gemacht haben. Kindergeld erhöht, Kinderzuschlag erhöht, einen Kindersofortzuschlag gemacht. Wir arbeiten daran, dass wir ein Gesamtpaket zur Kindergrundsicherung hinbekommen. Ich bin froh, dass wir damit auch eine langfristige Maßnahme haben und nicht nur in Programmen an den Symptomen doktern, sondern wirklich auch langfristig oder ein grundsätzliches Konzept auf den Weg bringen, was Kindern wirklich eine Grundsicherung zur Verfügung stellt. Herzlichen Dank. Sönke Rix ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion und er sagt, wir haben Fehler gemacht in der Pandemie, wir werden aus Fehlern lernen und wir werden vor allem benachteiligten Kindern und Jugendlichen helfen. Und dabei helfen wiederum soll die Kindergrundsicherung. Die Ampel ist da bekanntermaßen in der Frage nicht ganz so einig. Gerion Bollmann aus der AfD-Fraktion ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, meine Damen und Herren auf den Tribünen, schönen guten Morgen. 22 Seiten umfasst er, der Abschlussbericht zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Corona auf Kinder und Jugendliche. Eigentlich sollte man also eine umfassende und vollständige Aufklärung erwarten. Mir scheint aber nicht bemerkenswert, was der Bericht beschreibt, sondern was er verschweigt. Man erinnert sich etwa an die 17-jährige Turnerin, die nach dem zweiten BioNTech Peaks ein Jahr ins Krankenhaus musste, nicht? Werte Kollegen von der CSU, den berühmten Markus Söder Peaks, um den geht es hier und um Impfschäden. Das Thema Impfschäden drängt sich doch geradezu auf. Blättert der Leser aber nun durch diese 22 Seiten, um zu erfahren, was die Bundesregierung wohl plant, um Impfschäden bei Kindern und Jugendlichen aufzuklären und zu erfassen, was sie wohl plant, um derartige Schäden wenigstens zukünftig zu verhindern, was sie wohl plant, um Kinder und Jugendliche für die Impfschäden zu entschädigen, bleibt man ernüchtert zurück, wie man es eigentlich schon erwartet hat bei Ihnen. Denn dazu findet sich schlichtweg nichts. Nun, liebe Kollegen, da kläre ich Sie mal auf. Gut zuhören, Aufklärung schadet nie. Das Paul-Ehrlich-Institut hat bis Februar diesen Jahres 3.227 Verdachtsfälle schwerer Impfschäden bei 12- bis 17-Jährigen registriert. Selbst diese erschreckende Zahl beschreibt das wahre Ausmaß nicht. Zwar müssen die Ärzte Impfschäden melden, aber dafür braucht ein Arzt mehr als 30 Minuten und das auch noch ohne Honorar. Ein klarer gesetzgeberischer Fehler, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Professor Bergholz, Professor Werner Bergholz, auch Ihnen hier als Gutachter bekannt, hat kürzlich auf 266 in Europa an der Impfung verstorbene Kinder und auf über 15.000 schwerwiegende Nebenwirkungen verwiesen. Hierzu kommt natürlich noch das große Dunkelfeld. Eine im Januar dieses Jahres in den USA veröffentlichte Studie an 8.000 Schülern ab 12 Jahren, die die zweite Impfung mit dem Pfizer-Präparat erhalten. Ich weiß, dass Ihnen die Zahlen nicht gefallen. Er gab beispielsweise bei 17% Hinweise auf diverse Arten von Herzschäden. Das sind nahezu jedes fünfte Kind. Bezogen auf die 12- bis 17-Jährigen und deren Impfquote in Deutschland ergebe dies etwa 260.000 Fälle. Das wäre höchster Alarm. Und die Regierung dreht sich weg und bemäntelt die schrillen Alarmglocken noch mit einem lügnerischen Abschlussbericht. Nein, es reicht nicht, Herr Rix. Dreimal haben Sie auf Fehler verwiesen, Fehler, die passiert seien. Das sind nichts mehr als Krokodilstränen. Wir brauchen Aufklärung. Nichts darf vertuscht werden. Sämtliche Hindernisse zur Erfassung von Impfschäden müssen beabsichtigt werden und die Opfer müssen angemessen entschädigt werden. Schlimm genug, dass ich dies hier überhaupt noch erwähnen muss. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Nicole Westig. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zurück zum Thema unserer heutigen Debatte, denn es geht jetzt um die gesundheitlichen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona.
Denn es ist gut, dass wir uns ressortübergreifend auf den Weg gemacht haben, die hier Erkenntnisse zu sammeln, die heute noch nicht ganz absehbar sind, die Auswirkungen. Als politisch Verantwortliche mussten wir unter Druck weitreichende Entscheidungen treffen. Manche dieser Entscheidungen lassen uns heute zweifeln, denn sie waren doch sehr reflexhaft. Spielplätze durften nicht betreten werden. Sportvereine durften nicht trainieren und auch Leichtathletik im Freien konnte nicht stattfinden. Am gravierendsten waren sicher die Schulschließungen, die sicherlich zu den schwerwiegendsten Folgen für unsere Kinder und Jugendlichen geführt haben. Für uns Freie Demokraten steht fest, Schulschließungen darf es nie wieder geben. Denn Schule ist mehr als nur Lernen. Schule ist Begegnung, soziale Teilhabe und bietet Tagesstruktur, gerade für Kinder aus benachteiligten Familien. Schulschließungen führten nicht nur zu Bildungsrückständen, sondern auch zum Wegfall der meisten sozialen Kontakte. Essstörungen und depressive Erkrankungen nahmen deutlich zu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Tochter hat mitten im Lockdown 2020 ihr Abitur gemacht. Ab sofort wurde der Unterricht auf digital umgestellt und ihre Schulzeit damit abrupt beendet. Kein Abi-Streich, keine Mottowoche, keine Partys nach bestandenen Prüfungen, kein Abiball. Keine Chance auf das Auslandsjahr nach dem Abi ohne Einschränkungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht trivial. Es gibt Dinge im Leben, die lassen sich nicht einfach nachholen. Hierbei geht es um Entfaltungschancen, ja, um Freiheitschancen, die es so genau nur einmal im Leben gibt. Und um entgangene Chancen ging es nicht nur für Abiturienten, sondern für alle Kinder und Jugendlichen in der Pandemie. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Folgen im Blick haben und umfassende Maßnahmen ergreifen. Die Mental Health Coaches sind ein erster Schritt, denn damit binden wir die mentale Gesundheit unserer Kinder in den Schulalltag ein. Wir schaffen neue Rechtsansprüche, die es Kindern ermöglichen, beim Jugendamt psychosoziale Beratung in Anspruch zu nehmen, ohne dass es ihre Eltern erfahren. Prävention und Gesundheitsförderung werden wir stärken und mehr Therapieplätze für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders gut an dem hier vorgelegten Bericht ist, dass er sich auch zum Schulterschluss zwischen den Generationen bekennt. Er betont die in der Pandemie geleistete Solidarität junger Menschen mit der älteren Generation. Daraus resultiert für uns eine besondere Verantwortung und Anstrengung, um Kindern und Jugendlichen ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen, ohne psychische Belastungen oder sonstige Beeinträchtigungen. Damit das gelingt, meine Damen und Herren, darf der Abschlussbericht keinen Schlusspunkt bilden. Er sollte vielmehr Auftakt dafür sein, dass wir achtsam bleiben, dass wir die Pandemie mit allen ihren Folgen konsequent aufarbeiten, damit wir für künftige Krisen besser gerüstet sind. Fehler durch zu reflexhaftes Handeln dürfen uns kein zweites Mal unterlaufen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Nutzen wir diese zur Schaffung einer resilienten Gesellschaft und fangen wir dafür bei unseren Kindern und Jugendlichen an. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Anna Jansen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. 8 Uhr Justus, 8.30 Uhr Mariam, 9 Uhr Katharina, 9.30 Uhr Viktor. Was sich anhört wie der Tourenplan eines ambulanten Pflegedienstes, ist ein kleiner Teil aus meiner privaten Stadtrundfahrt, die ich als Lehrerin während der Corona-Pandemie regelmäßig durchgeführt habe, um meine Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterial zu versorgen oder um Material bei ihnen abzuholen, das sie bearbeitet haben, um es zu Hause zu kontrollieren. Dazu kamen dann noch diverse Telefon- und Videoanrufe zu den unterschiedlichsten Tageszeiten. Denn Sie können sich vorstellen, während der Corona-Pandemie haben die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben nicht wie sonst am Vormittag erledigt, sondern dann, wenn es eben gerade passte.
oder sie im besten Fall auch Lust dazu hatten. Und so wird es bei den meisten gewesen sein. Die Eltern werden sie daran erinnert haben. Montag bis Freitag, manchmal aber auch am Wochenende. Bestenfalls blieb in dieser Zeit für jedes Kind ein kurzer Moment. Mal persönlich an der Haustür mit Abstand, mal digital, mal am Telefon, aber bei manchen leider auch mal gar nicht. Zu Hause, ja, da hatte ich dann auch die eigenen schulpflichtigen Kinder, gefrustet von ihren Aufgaben und genervt vom Homeschooling. Und Sie ahnen es vielleicht, das Wiedersehen in der Schule nach vielen Wochen durch mehrere Lockdowns war nicht für alle mit Freude verbunden und für mich als Lehrerin teilweise schockierend, als ich in die Hefte und Mappen der Schüler schaute. Bereits vor der Pandemie, und das sagt auch der Bericht, gab es einen erhöhten Bedarf an Unterstützung, besonders in Familien mit wenig Ressourcen. Und auf das Wegbrechen der haltgebenden Struktur Schule folgten dann auch noch Vereinsamung, Isolation, Angst, kurz enorme psychische Belastung. Und gleichzeitig fehlten positive Anreize wie eine einfache Tagesstruktur, körperliche Aktivität. Sie können sich es nicht vorstellen, aber bei manchen auch die regelmäßigen Mahlzeiten und ganz wichtig die soziale Interaktion. Und vorbelastete Kinder traf es besonders hart. Der Anstieg psychischer Beeinträchtigung und anerkannter psychischer Behinderung ist mittlerweile besorgniserregend. Und unterstützende Bundesprogramme wie das von uns erfolgreich eingesetzte Aufholen nach Corona mit 2 Milliarden Euro waren also zwingend erforderlich. Und sie sind es auch laut Bericht und meinen eigenen Erfahrungen tatsächlich immer noch. Langzeitfolgen lassen sich eben nicht mit Kurzzeitlösungen beheben. Und Ihr einjähriges Zukunftsprogramm kann, und das wissen Sie auch selbst, mit 55 Millionen Euro in 12 Monaten nur wenig bewirken. Und deswegen empfehlen die Experten neben einem langfristigen Monitoring auch eben die Verstetigung sinnvoller Maßnahmen und besonders die Anbindung zukünftiger Programme an die Lebenswelt Schule. Und aus meinen Erfahrungen im Bereich der Elternarbeit schließe ich mich dem natürlich gerne an. Denn ein gutes und unterstützendes Familienklima ist eine wertvolle Ressource für die psychische Gesundheit unserer Kinder, aber eben nicht alle haben diese Unterstützung zu Hause. Und grundsätzlich bin ich im Übrigen überrascht, wie viele Programme und Projekte für Kinder und Schulen mir aus der Berliner Perspektive immer wieder begegnen. Und da will ich auch ehrlich sein, als Lehrerin und auch als Mutter waren mir diese in diesem Umfang so nicht bekannt. Mehr Beratung und Koordination wären darum auch sehr sinnvoll. Abschließend möchte ich aber noch sagen, dass bereits jetzt erhebliche Anstrengungen auf vielen Ebenen unternommen werden, um unsere Kinder bei der Überwindung gesundheitlicher und sozialer Folgen zu unterstützen. Oftmals sind es ganz kleine und individuelle Ansätze, dank einzelner engagierter Lehrerinnen und Lehrer oder auch Pädagogen. Und für die wünsche ich mir in der Zukunft den Rückhalt einer zielorientierten Bildungs-, Familien- und Sozialpolitik mit wenig Bürokratie und unkomplizierten Hilfen. Vielen Dank. Anne Janssen aus der Unionsfraktion zum Bericht der interministeriellen Arbeitsgruppe Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona. Nächste Rednerin ist Emilia Fester aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist wie viele der bisherigen Rednerinnen Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sehr geehrte Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, knapp jeder vierte der befragten jungen Menschen ist psychisch auffällig. 23% empfinden ihre Lebensqualität als gemindert und 7 von 10 sind bis heute ziemlich oder äußerst belastet. Das ist ein niederschmetternder Bericht. Aber das vielleicht Schlimmste ist, er enthält eigentlich auch nichts eklatant Neues. Die Situation ist einfach nur noch schlimmer als vorher. Und deshalb sind die Äußerungen der AfD-Fraktion in dieser Debatte aber auch mal wieder so fürchterlich. Sie instrumentalisieren Kinder und Jugendliche für ihren Versuch, das Vertrauen in Politik zu zerstören, ihre demokratieschädigen Narrative und ihre Verschwörungstheorien. Schämen Sie sich! Sehr geehrte Frau Ministerin Paus, Sie haben uns eben von Ihren starken Projekten für die seelische Gesundheit erzählt. Das Jugendstärkungsgesetz, Aufstockung der frühen Hilfen, Mental Health Coaches, Kita-Qualitätsgesetz, das Zukunftspaket und natürlich die Gründung des Bündnisses für die junge Generation. Das sind große, wichtige Schritte. Sie sind Ausdruck des Paradigmenwechsels unter Lisa Paus im Familienministerium. Jugendpolitik wird endlich zu einem eigenständigen, relevanten und emanzipatorischen Politikfeld. Kinder und Jugendliche haben nämlich eigentlich nur eine sehr kleine Lobby. Und dadurch, dass sie keine WählerInnen sind, spielen ihre Forderungen für die Gegenwart und ihre Zukunft oft eine viel zu kleine Rolle.
Dabei haben Sie als GrundrechtsträgerInnen, als schutzbedürftige Gruppe und ja, als Teil der Bevölkerung ebenso einen Anspruch darauf, dass wir die Politik, ihre Bedürfnisse und Belange in den Mittelpunkt der Debatte bringen. Sehr geehrte KollegInnen, ich möchte mit Ihnen aufgrund der Erkenntnisse der interministeriellen Arbeitsgruppe deswegen auch noch einen Blick auf das Bigger Picture wagen. Die gestiegene hohe Belastung junger Menschen ist nämlich sehr stark abhängig davon, das haben wir heute schon sehr oft gehört, ob sie in einem wohlhabenden oder in einem armen Haushalt aufgewachsen sind. Die Corona-Pandemie hat nicht alle gleich getroffen. Auch hier bei den Jüngsten und Schutzbedürftigsten wirkte die Pandemie wie ein Brennglas. Sie hat die insgesamt ungerechte Lebenssituation noch einmal verschlimmert. Wer arm ist, wurde zurückgeworfen auf die prekären Lebensbedingungen, die schon vorher da waren. Denn die jungen Eltern, die waren schon vorher am Rand ihrer Kräfte zwischen Lohn- und Care-Arbeit. Die Wohnung war schon vorher eigentlich zu klein für die vierköpfige Familie und die Ressourcen für Unterstützung, für die Schule, gesundes Essen und echte Teilhabe, die waren schon vorher gering. Und deswegen ist die richtige Antwort auf die Frage, was die Schlussfolgerung aus diesen Erkenntnissen des Monitorings sein kann, dass wir strukturell etwas ändern müssen, Geld in die Hand nehmen müssen und erstens die Kindergrundsicherung armutsfest auf den Weg bringen müssen und zweitens endlich Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben. Es ist an der Zeit. Vielen Dank. Emilia Fester für Bündnis 90 Die Grünen und die nächste Rednerin in dieser Aussprache zum Thema Corona-Folgen für Kinder und Jugendliche wird Dagmar Schmidt sein, eine der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Lachen ist eine körperliche Übung von großem Wert für die Gesundheit, sagte und wusste schon Aristoteles. Gesundheit, ein gesundes Aufwachsen braucht mehr als eine gute ärztliche Versorgung. Glück, Wohlbefinden, Geborgenheit, Freude, soziales Miteinander sind ebenso wichtig wie Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung. Kinder und Jugendliche waren von den Auswirkungen der Pandemie besonders betroffen. Familien waren oftmals mit einem extrem herausfordernden Familienalltag konfrontiert, mit mehr Stress, Streit und Konfrontation. Viele Kinder und Jugendliche haben wichtige Wegmarken ihres Lebens nicht so erleben können, wie es für sie wichtig gewesen wäre. Und Schulschließungen und Distanzunterricht haben nicht nur zu Lernrückständen geführt, sie haben auch einen wichtigen Ort des sozialen Austauschs und der Begegnung genommen. Und der Abschlussbericht zeigt uns noch etwas sehr eindeutig. Schon vor der Pandemie, es ist gesagt worden, hatten es Jugendliche und Kinder aus Familien, die nicht auf der Sonnenseite stehen, deutlich schwerer und ihre Gesundheit ist deutlich gefährdeter als die von Kindern, während Familien weniger Sorgen und mehr Sicherheit haben. Und die Pandemie hat genau diese Ungerechtigkeit noch einmal deutlich verschärft und deswegen ist es geboten, gerade die Familien, Kinder und Jugendlichen besonders zu unterstützen, die eben auch besonders belastet waren und sind. Und das gilt auch und gerade für Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir uns im Rahmen des runden Tisches hier schnell auf einen guten Weg und damit den Familien das Leben leichter machen. Frau Schmidt. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion? Nein. Wir sind nach der Pandemie noch einmal stärker in der Pflicht, als wir es vorher schon waren. Deswegen stärken wir Familien durch den Mindestlohn, durch die Erhöhung des Kindergeldes, durch die Erhöhung des Kinderzuschlags, durch die Stärkung des Wohngeldes, durch das neue Bürgergeld, durch den Kindersofortzuschlag und die Ausbildungsgarantie, damit eben die sozialen Sorgen weniger werden. Und Minister Lauterbach hat die Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Gesundheitssystem zur Chefsache gemacht, viele Dinge auf den Weg gebracht. Er hat es gesagt, dafür ein dickes Dankeschön von unserer Seite. Das reicht uns aber noch nicht. Wir müssen Kinderarmut, es ist gesagt worden, strukturell bekämpfen. Deswegen brauchen wir eine starke Kindergrundsicherung. Niemand darf wegen seiner Kinder arm werden. Und jedes Kind muss in diesem reichen Land die gleichen Chancen haben. Und dass das einmal denjenigen gesagt sein, die immer noch glauben, wenn irgendjemand mehr Geld kriegt, dann würde das in Alkohol und Tabak fließen. Studien zeigen uns, dass gerade arme Familien
und Eltern in den armen Familien Ausgaben für ihren Kindern Priorität einräumen, dass sie dafür bei sich sparen. Jeder hier investierte Euro kommt an und ist eine echte Zukunftsinvestition. Aber auch das reicht nicht. Wir müssen Gesundheit und Teilhabe in den Lebenswelten, den Institutionen stärken, die Kinder und Jugendliche begleiten. Das gilt für Kita, Schule, Jugendarbeit, Freizeitangebote, genauso wie für den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Kinder- und Jugendärzte. Alle sind aufgefordert, zusammenzuarbeiten, für ein gesundes und glückliches Aufwachsen Sorge zu tragen. Und lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam für so viele Kinder lachen wie möglich sorgen. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, Herr Ihlsdorfer, hat zuerst das Wort zu einer Kurzintervention die Abgeordnete Frau von Storch aus der AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, dass ich jetzt die Intervention halten kann. Schade, dass ich keine Frage stellen konnte, aber egal. Wir kommen zum Ende einer, wie ich finde, eindrucksvollen Debatte. Und von allen, auch insbesondere von dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach, aber auch aus den regierungstragenden Fraktionen, wird hier in extenso beschrieben, in welch katastrophalem Zustand die Kinder sind. Psychische Notlagen. Wir brauchen mehr Psychiater. Es braucht mehr Betreuung. Depression, Essstörungen, Lernmangel, Verhaltensauffälligkeiten. Bei den Kindern werden hier beschrieben, weil es so ist. Und es ist die Folge ihrer Politik. Ich glaube, es hat in diesem Land noch niemals eine politische, derart katastrophal falsche Politik gegeben, die dazu geführt hat, dass wir uns jetzt hier alle einig sind, dass die Kinder in diesem Land darunter kaputt gegangen sind und sie überlegen jetzt, was sie machen können. Und der Bundesgesundheitsminister, der zuvörderst dafür Verantwortung trägt, sagt, wir müssen eine Debatte darüber führen. Herr Lauterbach, wir müssen darüber keine Debatte führen, sondern Sie müssen sich entschuldigen. Und wir sind bereit, Ihnen zu vergeben als Mensch, aber nicht als Minister. Man kann sich als Mensch entschuldigen, aber nicht im Amt entschuldigen. Für das Amt bleibt dann nur ganz konsequent der Rücktritt. Und dann kann den Menschen vergeben werden für die Katastrophen, die Sie hier verantwortet haben. Und das gilt für Sie alle, die diese Maßnahmen verantwortet haben. Frau Schmidt, möchten Sie darauf antworten? Dann dürfen Sie das jetzt. Es war ja leider nicht wirklich eine Frage, sondern ein Statement. Und deswegen kann ich ja auch in einem Statement dazu antworten. Erstens glaube ich, und das haben auch die Zwischenrufe und die Auftritte, die Sie hier gezeigt haben, gezeigt, dass es auch eine charakterliche Frage ist, für welche Partei man sich entscheidet. Und ich bin froh, mit lauter netten und anständigen Menschen in der Partei und in der Koalition gewesen zu sein und jetzt sein zu dürfen. Kann man auch noch mal applaudieren. Seid nämlich ihr gemeint. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es Kindern und Jugendlichen ginge, würden Sie in diesem Land Verantwortung tragen. Ob sie ihre Vielfalt ausleben könnten, ob sie das ausleben könnten, ob sie die Freiheiten hätten, sich so zu entwickeln, wie sie das gerne möchten, ob die Familien, und zwar alle Familien, eine Unterstützung hätten, dass alle Kinder gut groß werden können und nicht nur die Blonden und Blauäugigen. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Und deswegen bin ich froh, dass wir die Verantwortung dafür tragen, das Beste für die Kinder zu machen. Ich glaube, wir haben vieles aufgezeigt von dem, was wir vorhaben. Und mit der Kindergrundsicherung, glaube ich, ein so großes Projekt vor uns, das wirklich die Gesellschaft dahingehend verändern wird, dass Kinderarmut hart bekämpft werden kann, dass wir uns viele strukturelle, große Fragen vorgenommen haben in dieser Koalition, von der Krankenhausreform, der Kinder- und Jugendreform,
Medizin und allen Dingen, um Strukturen zu verbessern, damit Kinder in diesem Land gut und gesund und geborgen und glücklich groß werden können. Und ich bin froh, dass Sie dabei nichts mitzusagen haben. Dagmar Schmidt aus der SPD-Fraktion. Wir sind beim drittletzten Redner in dieser Debatte angekommen, aber wir können dem bisherigen Debattenverlauf entnehmen, dass es noch lange nicht die letzte zu diesem Thema oder Themenfeld sein wird. Jetzt aber erstmal Erich Ilstorfer aus der Unionsfraktion. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, kommen wir doch mal wieder auf den Kern der Sache. Tatsache ist, dass dieser Bericht grundsätzlich gut und sinnvoll ist. Gerade wenn Sie ja diese Woche schon mal einen Untersuchungsausschuss gefordert haben, kann ich nur sagen, so wie Sie hier agieren, ist das der beste Beweis, warum wir Ihnen das nicht zugestanden haben. Wir haben hier viele Punkte in diesem Bericht und ich möchte als Gesundheitspolitiker natürlich das Handlungsfeld Gesundheit hier in den Mittelpunkt stellen. Die medizinische und pflegerische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland kann gewährleistet werden, aber es gibt Schwächen. Das wissen wir. Und deshalb gilt es daran, diese Probleme konkret anzusprechen und sie dann auch zu lösen. Und ich habe hier ein paar Punkte herausgegriffen. Mir geht es hier um die Situation in den Kinderkliniken. Die Bereitstellung von Finanzmitteln für 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 300 Millionen Euro. Sie ist sinnvoll und sie ist notwendig. Und es wird mir aber berichtet, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass es hier Schwierigkeiten gibt im Bereich der Bürokratie, bei der Ausschüttung und bei diesen ganzen Abläufen. Nicht bei der politischen Entscheidung. Die politische Entscheidung ist richtig, dass man dieses Geld in die Hand nimmt und dass man hier priorisiert. Aber ich bitte darum, dass wir hier die Situation und die klaren Erwartungen an das Ministerium und auch an die Klinikbetreiber sind, dass wir die Situation dadurch verbessern, dass wir es vereinfachen und dass das Geld dann auch an den richtigen Stellen ankommt. Zweiter Punkt, was mich stört und sehr überrascht hat, ist, dass Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen überhaupt nicht adressiert worden ist in diesem Bericht. Auch andere Bereiche wie mit CFS, Post-Vac oder auch junge Menschen, die mit seltenen Erkrankungen leiden, werden hier nicht aufgeführt. Das hätte ich mir gewünscht und im Bericht wird nur an wenigen Stellen von Langzeitfolgen oder Belastungen gesprochen, obwohl gerade die Lebensqualität durch Long-Covid stark eingeschränkt wird. Und ich weiß, dass Sie vielleicht aus meinem Mund dieses ganze Thema nicht mehr hören können. Ich kann es Ihnen aber trotzdem nicht ersparen. Die Datenlage ist immer noch schwierig und auch schwer zu durchblicken. Und diese neuen Erkenntnisse, auch dass Kinder und Jugendliche fast genauso häufig wie Erwachsene davon betroffen sind, macht mich schon sehr, sehr nachdenklich. Es ist mehr als bedauerlich, dass kein Absatz entwickelt wurde, der sich auf die Herausforderungen der Betroffenen sowie auch auf die Angehörigen, sprich Eltern, hierbei bezieht. Wir brauchen mehr Anlaufstellen, Therapiemöglichkeiten und ein klares Bekenntnis zum Thema auch der Erforschung, gerade im Sinn unserer Kinder und Jugendlichen. Dritter Punkt ist die Jugendpsychotherapie und die ist wirklich schwierig. Im Bericht wird auch hier bei diesem Bereich nicht explizit das herausgestellt. Und ich bitte darum, dass wir den gemeinsamen Bundesausschuss im SGB V endlich die Möglichkeit geben, die Kinder- und Jugendtherapeuten gesondert zu beplanen. Gerade die Pandemie hat enorme Auswirkungen auf seelische Verfassung von Kindern und Jugendlichen genommen. Das ist unstrittig hier im Hohen Haus. Und die Spezialisierung bietet also mehr Anreize auch für die Niederlassung, gerade im ländlichen Raum, und entgegnet somit dem aktuellen Mangel. Ich weiß, dass das nicht nur bundespolitische Themen sind, sondern dass wir da natürlich den GBA, dass wir die kassenärztlichen Vereinigungen und auch die Länder mit im Boot brauchen. Dieses Zusammenkommen ist ein Appell, meine sehr geehrten Damen und Herren, und wir
dürfen uns da nichts vormachen. Es scheitert hier nicht oft nur am personellen Ressourcen, gell? Das ist auch klar, sondern es scheitert hier am fehlenden Kassensitzen. Und deshalb ist es eine Aufgabe, das zu lösen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Sarah Lahrkamp. Und Sarah Lahrkamp ist die Kinderbeauftragte der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle erinnern uns noch an die Anfänge und auch an die Hochphase der Pandemie. Und für uns alle war diese Zeit nicht einfach, aber besonders hart getroffen hat es unsere Kinder und Jugendlichen. Das bestätigt auch der Abschlussbericht der IMA, für den ich mich nochmal ausdrücklich bei unserem Familien- und unserem Gesundheitsministerium bedanken möchte. Denn es gibt Handlungsbedarfe. Bis heute leiden unsere Kinder an den Langzeitfolgen der Pandemie, wie zum Beispiel Adipositas, Depressionen, Angst oder Essstörungen. Und es wird deutlich, dass die psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen bis heute über dem Niveau von vor der Pandemie liegen. Wichtig ist mir nun, dass wir nach vorne schauen und gucken, was können wir denn tun, um unseren Kindern zu helfen. Das Gute ist, wir können einiges tun. Unsere Kinder und Jugendlichen haben in dieser schwierigen Zeit viel zurückgesteckt. Jetzt sind wir daher dran, Ihre Bedürfnisse ganz nach vorne zu stellen. Als Kinderbeauftragte der SPD-Fraktion ist mir eines daher besonders wichtig. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Zeit der Pandemie ausschlaggebend wird für den weiteren Lebensweg unserer Jüngsten. Das sind wir Ihnen schlicht und ergreifend alle schuldig. Um es schon mal vorwegzunehmen, einiges haben wir schon erreichen können, wie zum Beispiel das Aufholprogramm nach Corona oder auch das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit. Das ist ein guter Anfang, aber ganz ehrlich, das wird nicht reichen. Was können wir also noch tun? Der IMA-Bericht zeigt hier klare Handlungsempfehlungen in 5 Feldern auf. Die Stärkung der frühen Hilfen, der Kitas, der Schulen, der Jugend- und Familienhilfe sowie dem gesamten Bereich der Kindergesundheit. Kurzum gesagt, wir müssen die Strukturen stärken, die unseren Kindern und Familien dabei helfen, diese schwierige Zeit zu meistern. Und dafür müssen wir auf allen politischen Ebenen tätig werden. Der Bericht ist ein wichtiges Signal an Bund, Länder und Kommunen. Und wir müssen Hand in Hand arbeiten und dafür Sorge tragen, dass diese Strukturen sowohl finanziell wie auch personell gut ausgestattet sind. Ich freue mich daher sehr, dass in diesem Zuge zuletzt wichtige politische Initiativen schon gelungen sind, wie zum Beispiel, dass wir das Kita-Qualitätsgesetz beschlossen haben oder das 5. Kita-Investitionsprogramm verlängert haben, die Stärkung des Ganztags der frühen Hilfen. Wir haben heute schon viel gehört. Das ist alles wirklich gut, wirklich wichtig und auch richtig. Der Bericht der IMA verdeutlicht aber auch, dass vor allem Kinder aus Familien mit erschwertem Zugang zu Bildung, finanziellen Ressourcen sowie Familien mit Migrationshintergrund besonders betroffen sind. Und das können wir nicht so einfach hinnehmen. Und deshalb haben wir schon das Kindergeld erhöht, den Kinderzuschlag erhöht, den Kindersofortzuschlag eingeführt und noch einiges mehr. Aber dennoch, das möchte ich hier sagen, es ist umso wichtiger, dass wir unsere Familien gerade jetzt mit einer guten und bedarfsgerechten Kindergrundsicherung stärken. Denn sie wird für mehr Entlastung für Familien und für mehr Chancengerechtigkeit für unsere Kinder sorgen. Fakt ist, wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Unsere Kinder und Jugendlichen können sich hier nicht selbst vertreten und für ihre Rechte einstehen. Das müssen wir Erwachsene für sie tun. Und all denjenigen, die mit sozialen Argumenten auch einfach nicht zu überzeugen sind, möchte ich noch eines sagen. Reden wir heute über Fachkräftemangel, müssen wir jetzt in unsere Kinder und damit in die Gesellschaft von morgen investieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, dass es in unserem Land im Moment in ganz vielen Bereichen große Herausforderungen gibt. Richtig ist auch, wir können jeden Cent nur einmal ausgeben. Aber klar muss auch sein, wir dürfen nicht an unseren Kindern sparen. Auch sollten wir spätestens aus der Pandemiezeit lernen. Die Auswirkungen von Entscheidungen auf unsere Kinder und Jugendlichen müssen bei allen politischen Entscheidungen mitgedacht werden, und zwar egal in welchem Ressort. Und die Interessen von Kindern und Jugendlichen müssen stärker berücksichtigt werden.
Daher wäre es doch auch gerade jetzt an der Zeit für alle im Hause, die immer noch zweifeln, das von der SPD-Fraktion schon so lange geforderte Vorhaben, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, endlich in die Tat umzusetzen. Schließen möchte ich meine Rede mit einem Zitat von Nelson Mandela, der sagte: Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher als in der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgeht. Und das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Vielen Dank. Sarah Lahrkamp, Kinderbeauftragte der SPD-Fraktion und vorletzte Rednerin in dieser Debatte, in der es um die gesundheitlichen, aber auch andere Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche ging und geht. Gleich geht's weiter mit dem Evergreen-Bürokratieabbau. Und da sehen wir auch, der Bundeswirtschaftsminister ist schon da. Jetzt aber noch mal Nezahat Baradari aus der SPD-Fraktion. Und es geht noch mal um Corona und die Folgen. Die Gesundheit, die Bildung und das psychische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen erheblich beeinträchtigt hat, ist inzwischen fast schon ein Allgemeinplatz geworden. Die Studienlage, man denke nur an die groß angelegte COPSI-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, ist eindeutig. Auch meine Erfahrung als praktisch tätige Kinder- und Jugendärztin gehen in die gleiche Richtung. Es ist gut, dass mit dieser Tatsache, mit einer interministeriellen Arbeitsgruppe dem Ganzen Rechnung getragen wurde. Ein breites Feld an Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendverbänden wurde eingebunden und hat ihr Fachwissen einfließen lassen. An den Handlungsempfehlungen der Arbeitsgruppe wird die Politik sich in den kommenden Monaten messen lassen müssen. Als Berichterstatterin für Kinder- und Jugendgesundheit der SPD-Bundestagsfraktion freut mich vor allem, dass der Bericht zeigt, dass wir im Bereich der Gesundheit viele Problemfelder bereits adressiert haben. Das ist eine schöne Bestätigung für mich persönlich und für die gute Arbeit der Ampelkoalition. Und obwohl es die Opposition so oft darstellt, ist es mitnichten so, dass wir untätig sind und die Sorgen und die Gesundheit der Heranwachsenden in diesem Land ignorieren. Erstens, schon vergangenes Jahr haben wir mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz Sofortmaßnahmen beschlossen. Die Pflege in der Pädiatrie wird mit einem neuen Personalbemessungsinstrument gestärkt und die Kinderkliniken und die Geburtshilfe erhalten jeweils 420 Millionen extra für die nächsten beiden Jahre. Zweitens, letzten Monat haben wir nach dem stationären auch den ambulanten Sektor in Angriff genommen. Mit dem UPD-Gesetz haben wir dafür gesorgt, dass die Leistungen der Kinderärzte nicht mehr mengenmäßig begrenzt werden, sowie Kinderpsychiatrie aus der Budgetierung herausgenommen wird. Drittens, in den Plänen der Regierungskommission Krankenhaus ist für die Pädiatrie analog zur Intensiv- und Notfallmedizin eine höhere Vorhaltepauschale von 60% statt 40% vorgesehen. Ich hoffe, dass es in den Bund-Länder-Gesprächen schnell zu einer Einigung kommt, denn gerade in der Pädiatrie brennt es wegen des Fachkräftemangels in der Pflege. Haben wir für Kinder und Jugendliche damit genug getan? Nein. Die sozialpädiatrische Versorgung ist finanziell in Deutschland noch immer schlecht aufgestellt. Hier muss dringend eine Lösung gefunden werden. Die physische und psychische Gesundheit von Kindern ist in Deutschland, und die Pandemie hat diesen Trend verstärkt, leider eine soziale Frage. Das können und werden wir so nicht akzeptieren. Wir brauchen tiefgreifende, strukturelle Verbesserungen, denn jedes mehr als fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen als Gesetzgeber unserer Verantwortung gerecht werden und diesen Zustand beenden. Ich bin zuversichtlich, dass das Familienministerium und das Gesundheitsministerium diesbezüglich uns gute Programme weiterhin liefern werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Kinder- und Jugendärztin Nezahat Baradari aus der SPD-Fraktion war die letzte Rednerin in dieser Debatte, in der es um den interministeriellen Bericht zu gesundheitlichen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona und die Maßnahmen vor allem gegen Corona sich beschäftigt hat. Der ganze Bericht wird jetzt weiter beraten, federführend im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.